Wir wurden heute am 24.09. gegen 18.24 Uhr zu einem Flugzeugabsturz von zwei Sportflugzeugen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt und dann auf Lage auch schon, dass beide Flugzeuge im Vollbrand sich befanden. Wir konnten das Feuer schnell löschen und haben bei den Löscharbeiten festgestellt, dass die beiden Piloten leider den Absturz nicht überlebt haben. Ja, beim Flugzeug muss man halt immer mit einer, sage ich mal, großen Menge Treibstoff rechnen. Es ist halt immer nicht bekannt, wie viel die wirklich geladen haben. Und zum Zweiten sind oft die Wege zu den Flugzeugen weit, weil die ja irgendwo im Feld abstürzen oder im Gelände. Der Absturzort befand sich in direkter Nähe zum Flugplatz Gera-Leumnitz, ca. 500 Meter Luftlinie auf einem Feld. Also die Leute wurden von uns direkt separiert und betreut. Am Ende wurde ein Kriseninterventionsteam mit der Sache beauftragt. Und alle weiteren Leute, die mit dem eigentlichen Einsatz nichts zu tun hatten, wurden direkt von der Einsatzstelle entfernt.